Ich habe mich etwas in Schale geworfen und sage, auf geht's. Ich spiele natürlich war nicht ganz einfach. Und bin gespannt, was auf mich wartet. Und zwar der Tod. Every night, I met my wife in a dream. Because in real life, she died in a car accident. Elizabeth. I was so tired of this. The line between dreams and reality had become blurred. One of the dreams ended differently than normal, though, leaving a trail in my reality. I managed to draw one thing from that dream. And that is how it was. The last dream. Manchmal beeinflussen Träume unser Leben. Das ist ein solcher Traum. What a place. Is this my wife? Einführung. Möchtest du die interaktive Hilfe verwenden? Ja. Wenn du ein Objekt oder einen Bereich näher untersuchen kannst, verwandelt sich der Mauszeiger in ein Auge. Wenn du ein Objekt aufnehmen oder bewegen kannst, verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand. Ich habe einen Ast aufgesammelt. Und damit herzlich willkommen zu The Last Stream. Mein Name ist Kosegils, ich spiele gerne und diesmal auch ein Wimmelbildspiel. Ich bin echt gespannt, was auf mich wartet. So, ich gehe mal zu ihr, weil sie so nett klingt. Oder haben wir hier noch was? Da kann ich noch was gucken. Wenn du mit einem Objekt interagieren kannst, verwandelt sich der Mauszeiger in zwei Zahnräder. Benutze den Stock in deinem Inventar, um den Schlüssel aus dem Gebüsch zu angeln. Diese Notiz kann ich auch lesen. Hallo Liebling, es ist schwer ohne dich, aber ich weiß, dass es einen Weg gibt, wie wir uns treffen können. Es ist nicht einfach, aber du kannst es schaffen. Du bist stark, nur du kannst mir helfen, daran glaube ich fest. Folge mir einfach, lass dich nicht aufhalten, dann können wir uns treffen. Liebe kann die Barrieren überwinden, und das ist eine von ihnen. Liebe Elizabeth. So, zu ihr kann ich gehen, die Uhr kann ich nicht angucken. Aber sie reagiert auf meinen Mauszeiger. Ich gehe mal erstmal zu ihr. Wo ist Elizabeth? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier eine Katze sitzt. Die angebunden ist. Set me free, and I'll set you free. Befreie mich und ich werde dich befreien. Ich werde der Katze wohl helfen, sie tut mir leid. Ein Moment. Das ist ein Bild von mir und meiner Frau Elizabeth. Okay, ich kann auch Fotos sammeln, das ist schon mal schön. Das werde ich dann mir jetzt auch gleich tun. Also, im Folgenden. Set me free, and I'll set you free. Dann nehme ich doch mal den Schlüssel und guck mal, ob das der richtige ist. Ja. Gütige Seele, ich werde dir helfen. Ein Ticket. Was für ein Ticket? Okay, dann gehe ich mal zurück. Kann nicht mehr zurück, weil die Katze ist dein Begleiter. Sie kann dir nützlich sein. Klicke auf die Katze, um sie herbeizurufen. Klicke auf den Zweig, um die Katze loszusenden. Na, das kann ja noch was werden. Wobei es mich natürlich wundert, dass die Katze auf mich hört. Aber sei es drum. Ja, und du drückst einfach den Finger nach unten und schon
geht das Gitter nach unten. Okay. Was guckst du eigentlich so? Ja, da war also meine Frau, die jetzt wieder weg ist. Und ich kann hier sonst nichts tun. Okay. Die Aufgabenschaltfläche wird hervorgehoben, wenn eine neue Aufgabe erscheint. Öffne die magische Tür und geh weiter. Hätte ich jetzt auch so vorgehabt, ja? Warum bist du denn zu? Wenn du nicht mehr weiter weißt, verwende einen Tipp. Das muss ich jetzt machen, oder was? Nimm das Ticket. Und gib es dem Wolf. Denn er hat gefragt, weißt du denn nichts über das Ticket? So. Okay, ich habe jetzt erwartet, dass die Tür eigentlich wieder aufgeht und nicht, dass sie, I thought it was just a ticket to the amusement park. But it happened to be the ticket to my new life. So das Ticket in mein neues Leben. The park had changed, especially to greet me. It was like it was waiting for me to show up, clear of any witnesses, and with challenges prepared for me. I had no idea what these challenges were, and where they would lead me to. Well, looks like a haunted place. Reminds me of a hotel I once stayed in. Das sieht wie ein Hotel aus, in dem ich mal gewohnt habe, und es gibt hier sehr merkwürdige Dinge. Von einem seltsamen Traum in einen seltsamen Vergnügungspark. Wieder ein Foto. Elisabeth und ich, als wir angefangen haben, uns zu treffen. Ich nehme mal diese Büroklammer hier mit und gucke, was im Schalter ist. Scheinbar ist hier seit längerer Zeit niemand mehr gewesen. Okay. So, das ist wieder das Ticketschalter. Hier ist ein Boot. Die Katze hängt ja auch noch rum. Und ich schaue mir mal diesen Automaten an. Ich kann den Reißverschluss nicht öffnen, der Schieber fehlt. Okay. Merken. Ich brauche etwas Hilfe, um diesen Sand zu durchsuchen. Die Kurbel fehlt. Okay, dann muss ich jetzt noch einiges finden. Heutzutage funktioniert nichts ohne Elektrizität. Das ist richtig, ja. Also, vieles funktioniert nur mit Elektrizität. Er hat seinen Hut verloren, wie man sehen kann. Sehe ich jetzt zwar nicht so, aber okay. Eine Parkbank und eine Ratte. Ein Mülleimer aus Stein. Er ist leider fest einzementiert. Ein glücklicher Freund. Ach, eine Schale Milch für die Katze gefunden. Und jetzt habe ich einen Stein in den Mülleimer, weil der Elefant draufgefallen ist. Und das sind Plastikgeschosse. Hier ist ein Schachbrett. Bei dem Set fehlt eine der Figuren. Und da sind jetzt auch die Luftballons weg. Das ist konzentrierte Säure. Im Gegensatz zu der unkonzentrierten Säure. Friedrich plätscherndes Gewässer. Das war das Schachbrett. Hier sind Autos. Das Auto kann nur mit einer Fernbedienung gestartet werden. Ich sehe einen elektronischen Schaltkasten auf dem Baum, aber ich komme nicht ran. Wo ist er denn? K-
Okay, aber ich habe jetzt schon einiges gesammelt und ich wüsste jetzt nicht, komme ich mit dem Mülleimer da rein? Nein. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Kann ich nicht verwenden? Gut, das geht bestimmt auch besser. Ah! Da war noch ein Weg. Komm her, folge mir. My wife is calling me, but the train is blocking the way. Okay. Das Ding ist ziemlich rostig. Ich muss hier am Zug vorbei. Der Hase guckt auch nicht gerade glücklich. Das Ding ist ziemlich rostig. Das sieht auch nicht gerade beruhigend aus. Und die Uhr dreht sich komisch. Ich muss diesen Zug loswerden. Das geht also nicht. Du sagst mir auch nicht, was du machen willst, oder? Nee. Okay, ich muss irgendwie hier in den ganzen Apparat Strom reinkriegen. Ah, Büroklammer. Kann ich da einhaken und dann kann ich das aufziehen. Dann kann ich in das Zelt rein. Auch schön. Ich frage mich, was er verloren hat. Könnte man fast erahnen, ja? Eine Fee. Grünen Feenstaub verloren hat. Und erst jetzt sehe ich, dass ich in einer Wimmelbildszene bin. Okay, was brauche ich denn hier alles? Ich habe hier, oh, guck mal, Unterteil von dem Mund. Okay, was ist das? Der Magier wird sicher dankbar für sein Medaillon. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er dankbar wäre für sein Medaillon. Ich glaube, der Clown wäre auch sehr dankbar für sein Gesicht. Ah. Okay. Gut, dann nehme ich noch die Kette hier mit, dann habe ich nicht... immer noch nicht viel gefunden. Sowas brauche ich nicht. Dann suche ich mir jetzt nochmal den Wolf mit dem Dinger. Und diese komische Vase gibt es doch auch bestimmt irgendwo. Okay, dann suche ich noch nach der anderen Kette. Oh, das sieht aus wie so ein Stück von dem Puzzle, möchte ich was sagen, von dem zerrissenen Papier. Und da ist noch ein Stück Papier. Okay, diese komische Kette fehlt noch. Oder bist du schon fertig? Nö. Okay, ein Stück Papier. Der braucht... Oh, ein Schlüsselloch. Ah, ich muss jetzt erstmal den Schlüssel finden. Vielleicht braucht man für den Zauberer gut ein magisches Elixier. Ah, da ist die Flasche. Da ist noch ein Stück Zettel. Ein Hase im Hut. Briefmarke. Jedes Paket träumt von einer Briefmarke. Ich
kenne jetzt keins persönlich, aber erst wird diese Briefmarke. Gibt es das Medaillon für diesen netten Herrn hier? Und ich habe ein Luftgewehr gefunden. Meinetwegen. Nur was stelle ich jetzt mit dem Luftgewehr an? Das Zelt ist offen und anscheinend auch schon abgehakt. Ich muss jetzt nicht mit dem darauf schießen, ne? Ja. Worauf könnte ich denn jetzt mit dem Luftgewehr schießen? Hier funktioniert nichts ohne Elektrizität, ja. Also müsste ich jetzt diesen Schaltkreis hier finden. Aber wie komme ich jetzt an den Schaltkreis? Was hast du mir denn, was meine Aufgabe ist? Hilf dem Clown. Dem Clown. Er hat seinen Hut verloren, wie man sehen kann. Hilf dem Clown. Könnte denn sein Hut sein? Hi. Du hast keinen Hut, ne? Ich wollte hier eigentlich links. Habe ich hier irgendwo einen Hut gesehen? Da fehlt eine Figur. Elektrische Schalter auf dem Baum. Hier kann ich richtig plätschern, das Gewässer. Oh, guck mal, ich kann mal Wasser rausnehmen. Mit einem Plus markierten Objekte können miteinander kombiniert werden. Klicke auf die Säure, um sie aufzunehmen. Und klicke auf das Wasser, um beides zu vermischen. Starke Säure. Ich habe jetzt irgendwie den Drang, die starke Säure auf dein Boss zu schmeißen. Und das klappt sogar. Und dafür kriege ich eine Kette. Mich wundert es ein bisschen, dass dieses Karussell einfach so zerfällt. Aber jetzt habe ich eine Kette. Und ich weiß nicht, was ich mit der Kette machen soll. Kann ich dem Clown so helfen? Das habe ich mir dabei gedacht, dass ich keinen Schimmer habe, was los ist. Hilf dem Clown. Ist diesen Zug loswerden. Das kann ich aber wahrscheinlich erst später machen. Die Schiene ist aus der Halterung gesprungen. Sie sieht sehr schwer aus. Keine gute Idee. Es geht bestimmt noch besser. Mal gucken, was mir der Tipp sagt. Achso, okay. Ja, der Zug ist schon mal gesichert, dass er nicht aus der Bahn springt. Hä? Ich brauche etwas Hilfe, um diesen Sand zu durchsuchen. Kurbel fehlt. Ich brauche etwas Hilfe, um den Sand zu durchsuchen.
An die Katze habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Muss ich leider zugeben. Schon habe ich den Hut vom Clown. Und der wird auch gleich genau Punkt. Genau. Also macht gleich eine Punktlandung auf dem Clown.